Hey Leute, es geht weiter mit Tomb Raider. Lara ist entkommen, oder sagen wir, sie ist erstmal überhaupt abgestürzt. Kann man das so sagen? Nee. Sie war eher schiffbrüchig und dann war sie in einer Höhle und hat da gehangen und da sind wir raus und wir werden irgendwie auch gejagt und was weiß ich nicht noch alles und liegt jetzt hier eigentlich noch was oder... Nee. Gut. Dann... Suchen wir mal die anderen. Oh oh, oh oh, oh oh. Oh oh. Oh oh. Eigentlich wollte ich darüber hüpfen, über den Abgrund. Eigentlich wollte ich rüber. Da komme ich, glaube ich, nicht mehr hoch. Ja. Es ist schon mal nicht so super gelaufen. Laufe ich mal weiter, weiter, weiter. Oh oh, wir hören Wölfe oder so. Ist nicht gut. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten! Oha, nur noch ein Streichholz. Das muss jetzt klappen. Kann sie sich erstmal aufwärmen? Die ist ja total durchgefroren. Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme, Lara? Ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitney. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das... Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff.
weiß ich auch ohne Doktor. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Ich muss etwas zu essen finden. Frau gegen Wildnis, suchen Sie nach Nahrung? Das war ein kleiner Rückblick zu dem, was wirklich auf dem Schiff der Endurance passiert ist. Lara hat... Oh, ein Reh. Lara hat, noch eine Videokamera, mit der vieles aufgenommen wurde. Haben wir ja gerade gesehen. Und sie möchte, wer war das, eine Sonnenkönigin? Oha. Moment, den Bogen kann ich brauchen. Finden Sie eine Waffe, um Hirsche zu jagen? Oh ja, das werden wir auf jeden Fall tun. Denn sie hat recht, sie kann nicht nur rumsitzen und was ich sagen wollte, wir, ja. Eigentlich sucht Lara hier so eine Art, war das Sonnenkönigin? Himiko? Oder eine Art Göttin auf jeden Fall oder Königin, die hier oder irgendwo anders geherrscht haben soll. Da kann ich nicht rein. Kann ich hier irgendwie am Baum hochklettern? Kann ich hier woanders wo hochklettern? Ohne Waffe kann ich nicht jagen. Ich brauche eine Waffe. Ja, ich bin dabei. Ich kann aber auch nicht alles auf einmal. Mhm, das ist schön. So, jetzt hoppst du darüber. So voll das Kletteräffchen schon, ganz ehrlich, könntest du nicht. Ich schaff das. So, nu? So, wenn der jetzt nochmal rüberschwingt. Jetzt. Aua. Das war nicht gut, aber naja, wir haben den Bogen. Haha. So soll's sein. Provisorischer Langbogen. Mal sehen, ob das Ding noch funktioniert. Ja, klar funktioniert das. Erinnere dich an das, was du von Roth gelernt hast. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben, aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Dieser Hunger. Ich muss etwas zu essen finden. Ein paar Pfeile haben wir auf jeden Fall auch. Und jetzt müssen wir was zu essen finden. Wir müssen ein Tier jagen. Mit unserem neuen Bogen. Das schaffen wir bestimmt. Ich muss nur aufpassen, dass ich die Tiere nicht verschrecke. Wenn ich eins sehe. Da ist schon mal eins. Das war zu laut. Ich werde mal ein bisschen langsam hier um die Ecke gehen. War überhaupt nicht ins Rote getroffen. Habe ich ihn denn... Aber ich hatte ihn einmal, ne? Ich wusste jetzt nicht, wie viele... Da. Ich habe ihn auf jeden Fall schon. So, das war's. Erlegt.
Entschuldigen. Jawohl. Zurück zum Lager. Lara, du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Also was mich jetzt ein bisschen irritiert, ist irgendwie, jetzt hat sie den Hirsch, war es ja nicht, war es ein Hirsch richtig oder war es ein Reh? Das Reh auf jeden Fall... Hirschkuh oder wie auch immer, erlegt, aber man hat sie gar nicht essen sehen. Sie, weiß nicht, hat sie das Fleisch jetzt mitgenommen, man hat es nur nicht gesehen. Aber krass, ein ganzes Tier getötet und wenn, dann hat sie nur ein Stückchen Fleisch jetzt mitgenommen. Gut, sie hat auch keinen Rucksack zum Transportieren oder so. Trotzdem. Auf der anderen Seite finde ich das in Ordnung. Sie hat sich auch entschuldigt, bevor sie das Tier tötet. Das fand ich irgendwie ethisch lieb von ihr, sag ich mal so. Dass sie das eigentlich wahrscheinlich auch gar nicht kennt. Okay, die sind hier gar nicht scheu, die Rehe. Die laufen hier mir auch vor die Füße. Jetzt geht's bestimmt einfach, eins zu jagen. Ja, es wird wahrscheinlich auch ihr erstes Mal gewesen sein, einen zu schießen. Hier haben wir noch ein paar Pfeile gefunden. Ja, sie macht das zum Überleben. Und dafür finde ich das dann auch okay. Kehren Sie mit dem Fleisch ins Lager zurück. Ach so. Gut, also, ja. Sie hat Fleisch geholt. Wo soll ich denn jetzt hin? Und hier oben habe ich auch etwas, was ich anschießen kann oder runterholen kann. Ich guck mal, ob ich das anschießen kann. Jawohl. Geisterjägerin. Neue Herausforderung abschließen für Erfahrungspunkte. 1 von 10 Totems zerstört. Jetzt würde ich mal gerne wissen, was haben wir denn hier so an Quests und wie sieht das Ganze hier überhaupt aus? Außerdem wollt ihr ja auch wissen, wie sieht denn das Menü hier überhaupt aus? Hier haben wir, ja, so verschiedene Sachen, Fähigkeiten, die wir noch lernen können auf jeden Fall. Tierische Instinkte. Halten Sie die Augen offen, um schwer zu findende Tiere und Nahrungsquellen aufzuspüren. Ich glaube, das ist zum Beispiel so eine Fähigkeit, die ich über die Game of the Year Edition als DLC jetzt neu habe. Das hatte ich, glaube ich, vorher nicht. Ja, was haben wir noch? Wir haben einen Bogen. Da müssen wir natürlich noch so ein bisschen den upgraden über die Zeit. Und hier haben wir dann so die Orte, die wir uns noch anschauen müssen, wo wir hin müssen. Da muss ich mich jetzt auch nochmal wieder erst einarbeiten. Alte Schriftrollen können wir auch finden, haben wir natürlich auch noch nicht so. Wir fangen ja gerade erst an mit dem Spiel. Das kommt über die Zeit auf jeden Fall alles dann. Jetzt ist erstmal die Frage, wo komme ich eigentlich her? Ja, hier haben wir noch ein paar Pfeile. Kannst du sie mitnehmen? Jawohl. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Ich glaube schon. Ah, ich bin im Kreis gelaufen. Mit dem Fleisch zum Lager. Ist das richtig hier? Ich hoffe. Jawohl. So. Verwenden Sie Fähigkeitspunkte, um im Fähigkeitsmenü Ihre Fähigkeiten aufzubauen. Genau, das haben wir uns nämlich jetzt angeguckt. Und das haben wir gemeistert, die tierischen Instinkte. Und das nächste kommt dann alles noch. Plündern Sie Tierkadaver und Lebensmitteltruhen, um zusätzliche Erfahrungspunkte zu erhalten. Oder EP auch. Ja. Wunderbar. Ja. Gut. Und nun? Haben wir natürlich
spricht Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Hülle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth, und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Drücken Sie E, um den Lagerplatz zu benutzen. Wo fange ich an? Okay. Ich bin Lara Croft, eine Archäologin von der Endurance, gestrandet auf einer Insel im Drachendreieck östlich von Japan. Dieser Ort ist unglaublich. Ich habe hier Jahrhunderte alte Wracks gesehen. Wir waren nicht die Ersten. Und ich weiß, wir sind nicht allein. Irgendetwas stimmt hier nicht. Wenn ich nicht von hier wegkomme, findet das hier vielleicht irgendwann irgendwer. Ja, so eine Art Tagebuch, was sie führt. Sehr interessant. Ich finde, das macht auch die Atmosphäre des Spiels aus, dass man hier so wunderbar bei den Speicherpunkten, die immer der Lagerplatz sind, was ich toll finde, wenn so ins Spiel eingebaute Speicherplätze da sind, jetzt nicht nur über das Menü, sondern immer, wenn man ans Feuer sich setzt, sozusagen eine Pause, so eine Verschnaufpause ist, dann schreibt sie immer und macht so einen Bericht und man kann in der Zeit auch ein bisschen die Fähigkeiten angucken und Upgrades und so weiter und so fort. Ja. Wir haben ja, genau, es gibt ja hier noch die Jäger-Upgrades, auch die habe ich auch noch nicht angeguckt und so, aber ich würde sagen, das bringt jetzt noch nicht so viel, das alles zu machen, deswegen gehe ich mal raus jetzt hier. 1 von 10 Laras Tagebuch-Set begonnen, das ist sehr, sehr schön, aber es soll weitergehen, also laufen wir auch weiter. Ja, leider hier voll durchs Feuer, aber immerhin, sie hat schon mal einen Bogen, sie kann Tiere jagen, sie hat sich Fleisch gebraten, sie kommt voran, sie fängt an zu überleben. Und ich glaube, das würde jeder von uns so versuchen oder, ja. Hallo? Ist jemand hier? Ach, jetzt ist die Tür offen. Aha. Und schon ist die Tür zu. Drücken Sie Umschalt, um runterzusteigen. Jetzt überlege ich gerade, was muss ich hier machen? B. B. Steht ja auch da. Ich spiele ja mit Gamepad, ich spiele nicht mit Tastatur. Allerdings über den PC. Was ja für einige Leute auch immer so ein Thema ist, ne? Oh, wie kann man ein Konsolenspiel dann am PC mit Gamepad? Was soll das? Wieso dann nicht gleich Konsole? Na, zum Aufnehmen ist es wesentlich einfacher halt über den PC. So meine Antwort darauf. Was sind das für Zeichen? Ja, also hier wird schon so ein bisschen alles angedeutet. Nicht so hieroglyphenartig, aber auf jeden Fall so alte Malereien. Eigentlich müsste sie doch immer noch total durchgefroren sein. Ja, du entwickelst dich halt zu der Lara Croft. Das machst du gerade. Das ist auch gut so. Oh Gott. Das ist verrückt. Okay, das können wir hier anbrennen. Was haben wir hier? Diese traditionelle Nomas gestellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt eines Dämon. Im Inneren befinden sich Spuren von weißer Farbe. Wer immer die Maske benutzte, war von adeliger Abstammung. Ja, wenn man Sachen findet, auch das finde ich super an dem Spiel, so typisch Lara Croft Archäologenmäßig. Auch früher konnte man in den alten Spielen ja
sich auch die Sachen immer mal angucken, aber natürlich nicht in der Grafik und so weiter. Und nun ist es so, wenn man halt sich näher anguckt und all solche Sachen, dann entdeckt sie manchmal halt auch noch mehr. Also man muss sich das manchmal schon genau angucken und einfach mal auch ein bisschen detaillierter, ne, nicht nur so oberflächlich einmal an und weg. Dann kommt auch so wie die Lupe gerade eben so kleine Sachen, die sie dann sieht, wenn sie sich die wirklich angesehen hat. Das muss man natürlich selber machen. Und das finde ich toll. Das hatte ich in der Art auch noch nicht in einem Spiel so vorher gekannt. Und ich glaube, jetzt haben wir sie auch. Das war die Hanya-Maske. Ja, man kann alles Mögliche finden und das tun wir über die Zeit dann auch. Zum Aufstemmen. Finden wir das vielleicht hier drin? Nein. Die Musik ist auch total cool. Oh nein. Komme ich da jetzt nicht her? Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Oder war das hier die Stelle, die wir aufgemacht haben? Also ich gehe jetzt hier auf jeden Fall weiter im nächsten Part von Tomb Raider. Ja, hier war ich auch noch nicht. Ein sehr wichtiges Werkzeug, das Lara hier gerade findet. Eine Stemmaxt. Eine neue Ausrüstung erhalten. Genau, und das brauchen wir, um die Türen zu öffnen und auch zum Teil, um ja, in den Felsen rumzuklettern. Jawohl. Das hast du gut gemacht. Aber wie gesagt, ich gehe hier weiter im nächsten Part von Tomb Raider. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich finde das Spiel klasse nach wie vor und freue mich, je mehr von euch dabei sind. Bis dann!